Willkommen Pferdefreunde zurück zu meiner Let's Play von die Reiterakademie Spezialedition. So, Let's Play und laden. Ja, wir haben hier diese Springende am See geschafft. Jetzt sind wir in der engeren Auswahl. Jetzt fehlt uns natürlich die Reitklamotten, also diese Turnierkleidung. Wir hatten ja auch schon mit Annabelle, glaube ich, irgendwie telefoniert und die will sich ja drum kümmern. Das ist der Anschluss von Tierarztpraxis Dr. Maiberger. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den tierärztlichen Notdienst. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht müssen wir nochmal irgendwie telefonieren oder so, aber nö, okay. Ja, dann schaue ich jetzt einfach mal, dann gehen wir erstmal schlafen. Es ist Zeit, schlafen zu gehen, okay. Wie gesagt, wir gucken dann einfach mal, wie es so wird. Und halt eben wegen den Reitklamotten und so, wie wir das dann echt bekommen. Weil wir sind ja mit unserer Zicke da ja zusammen in die engere Auswahl ja gekommen. Oh, da habe ich schon Pferdeäpfel gesehen in der Box. Die müssen wir doch erstmal entfernen. So. Den einmal benutzen. Oh, es sind ja nur 3 Stück drin. So, dann gehen wir erstmal einmal zum Fohlen. Wie schade, dass man nicht irgendwie schnell auch in die Stadt mal springen kann oder so. Das wäre toll gewesen. Man einfach so sagen kann, ja, hallo, ne, ich möchte mal kurz eben schnell in die Stadt, aber naja, okay. Man kann ja irgendwie nicht immer alles haben. Leider. Ja, okay, vielleicht auch nicht leider, vielleicht auch ganz gut, ne? Man weiß ja nie. Das wird wahrscheinlich aber wirklich zu faul und dann macht man wahrscheinlich aber Geist mehr mit dem Pferd oder so, weil man denn nur noch Geld verdienen will. Da klickt man nur in die Stadt sozusagen, aber auch wenn man eigentlich nur einmal das machen kann. Ich finde das eigentlich schade. Würde eigentlich viel, viel öfters Geld ineinander verdienen, als immer nur so ab und zu mal sozusagen oder nur einmal am Tag. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Das hätten die ruhig auch anders machen können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss aber auch trotzdem noch mal irgendwie, glaube ich, aber auch trotzdem noch mal irgendwie zu den Laden hin. Aber ich weiß es gerade nicht. Achso, hat der PC irgendwie immer noch nicht weggenommen, die Troller da. Auch schön. Steht da immer noch. Weil normalerweise können wir eigentlich ja nicht durch Leute durchlaufen. Ja. Kann man eigentlich nicht. Oh, heute ist schon Mittwoch. Wie schön. Der Schulunterricht beginnt. Okay. Deshalb sitzt der Reiter lässig im Sattel und führt mit einhändigen, ständig lockeren Zügel und kurzen, kaum merklichen Signalen ein ebenso entspanntes Pferd. In der europäischen Reitweise wird es durch sämtliche Hilfen permanent gefordert und getrieben. Ein Westenpferd hingegen hat gelernt, nach einer gegebenen Hilfe die Bewegung weiter auszuführen, bis eine neue Anweisung kommt. Ja. Genau. So, dann wollen wir doch mal unser Pferdchen nehmen, in die Stadt reiten. Wie gesagt, ich kann ja dann noch mal gleich einmal kurz in den Laden reingehen, in den Pferdeladen. Mal gucken, was er dann sagt. Das weiß ich nämlich dann nicht. Und dann haben wir ja schon Samstag unser Turnier ja schon. Oh Gott. Ja, das wird ja noch heiter werden. Das werde ich doch niemals hinbekommen. Wir werden so ablosen. Nein, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, ich werde dann auch nicht wieder kratti oder böse. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Halt, fertig, wir müssen nochmal zurück. Ich habe was vergessen. Ich wollte doch noch einmal hier
Dressur mit dir nochmal üben. Ah ja, fast vergessen, Mensch. War ich eben so schnell auf die Stadt fixiert, hätte ich das hier fast vergessen. Das geht ja nun nicht. Das war mal eine Bremsung. Parcoursmittel. Oh, okay. Bewältige die mittelschwere Prüfung. Reite auf dem zergerittenen AFKA durch die Bahn. Wechsel im Galopp FH. Okay, aus dem Zirkel wechseln, CMIFAKBHC, durch die Bahn wechseln, Trab, M bis K. Okay, also auf dem Zirkel geritten, muss ich da auch schon galoppieren? Also wir wechseln dann einfach durch die Bahn ja doch, im Galopp. Das machen wir dann. Und aus dem Zirkel wechseln, ja mal schauen. Ich blicke jetzt einfach mal auf weiter. Ich habe gar keinen Plan, ey, wie ich das machen soll. Ob ich das jetzt richtig mache, ich habe gar keine Ahnung. Da habe ich auch wieder die Aufgabe ein bisschen missverstanden, oder? Naja, egal, meine Güte. Pff. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Denke ich mir doch mal. Ah ja. Naja. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie irgendwie hier mal gemacht, diese Lektion. Ich bin mir auch unsicher, ob ich eigentlich auch Samstag eigentlich schon dieses Springturnier mal mitgemacht habe. Ich weiß nur, dass ich in die Qualifikation reinkam, aber weiß nicht mehr, ob ich. Das ist ja auch eigentlich egal. Mein Gott. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Perfektionsgrad 88, naja, okay. Abzieh 4.0. So. Hauptsache, mein Pferdchen hat 100% geschafft. So, Pferdchen. Wollen wir doch mal wieder. Jetzt können wir aber wirklich in die Stadt. Oh, da können wir auch noch was trinken. Über diese Hindernisse macht es ja noch irgendwie Spaß. Aber nicht auf dem Platz oder so. Ich bin mal auch irgendwann gespannt, ob es auch eine Dressuraufgabe irgendwie irgendwann gibt, sozusagen. Bin ich echt mal gespannt. Dann reiten wir doch hier mal so entlang.
Aber unser Pferd wird immer besser. Finde ich eigentlich. Also wenn ich gerade nicht irgendwie mal wieder falsch drücke oder so. Dann ist es ja mal so ein bisschen schwierig. So. Pferdchen, dann warte mal hier. Bin nachher wieder da. So. Gehen wir da einmal kurz eben rein. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass man... Vielleicht bekommt man jetzt aber die... Reiterstiefel. Okay. Ich weiß nicht, ob ich... Kann ich die jetzt einfach so kaufen? Oder habe ich sie dann trotzdem nicht? Wir machen das einfach mal. Kaufen. 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 Mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob es was jetzt gebracht hat oder nicht. Weil auf einmal könnte man es ja kaufen, ne? Ach, wir werden es schon sehen. Meine Güte. Ist ja nun mal immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man natürlich auf einmal einfach so das Geld ausgegeben hat, ne? Aber naja, was soll's. So, dann wollen wir doch wieder ein bisschen Geld verdienen. Auf einmal wollen die auf einmal alle was von einem. Ist ja echt gemein. So. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich finde das eigentlich gar nicht mal... War schon mal schlechter, glaube ich, da drin. Bin sofort bei Ihnen. Keine Eile. Da kommt man einmal eben und verklickt sich sozusagen. Ne, und dann sowas. Voll gemein. Oh, du hast 26, 25 Euro verdient. Deine Arbeit war ganz hervorragend. Ich habe mich auch tierisch angestrengt dafür. Nein, das habe ich wirklich irgendwie. So, dann wollen wir zu unserem Pferdchen da zurück. Dann reiten wir zurück zur Akademie. Und dann springen wir. Zeitung austragen soll bei Geldnot helfen, habe ich gehört. Manu. Ich gehe doch schon immer Geld verdienen bei der Eisdiele. Aber es reicht trotzdem noch nicht.